Haus Riegen war ein Adelshaus mit einer langen Geschichte. Sie waren alt, reich und mächtig. Genau wie Kasterlistein war ihr Sitz anfangs eine Mine. Silber und Gold machten sie zum reichsten und mächtigsten Haus in den Westlanden, nach den Lannisters. Nach Gerold Lannisters Tod, 244 Jahre nach Aegons Eroberung, wurde der schwache Tyttos Oberhaupt des Hauses Lannister. Die Riegens profitierten im großen Ausmaß von seinem mangelnden Durchsetzungsvermögen. Sowohl Lord Roger Riegen als auch sein Bruder Ser Reynard liehen sich große Summen Gold von Lord Tyttos. Als dann sein Erbe Tywin Lannister die Rückzahlung des geliehenen Goldes einforderte, soll Lord Roger gelacht und seinen Vasallen angewiesen haben, nichts zu tun. Nach einigem Hin und Her und darauffolgenden Geiselnahmen folgte dann die sogenannte Regen-Tabeck-Rebellion gegen die Lannisters. Die Tabecks wurden von Tywin innerhalb eines Tages ausgelöscht. Als Roger Regen mit seinem Heer zu Hilfe kam, stand die Burg bereits in Flammen. Obwohl er Ser Tywin an Heeresgröße unterlegen war, griff er ihn an und hoffte auf einen Überraschungseffekt. Jedoch musste er den Angriff abbrechen und sich nach Castamere zurückziehen, wobei er die Hälfte seiner Männer auf dem Schlachtfeld zurückließ. 3 Tage nach der Schlacht bei Burg Tabeck traf das Lannister-Heer in Castamere ein. Die Regens zogen sich in ihre unterirdischen Minen zurück, denn Ser Reynard, der den Befehl übernommen hatte, wusste, dass er nicht genug Männer hätte, um die Mauern zu verteidigen. Er überließ die Oberfläche Tywin und schickte ihm auch einen Boten mit dem Angebot, Bedingungen für eine Kapitulation auszuhandeln. Tywin würdigte das Angebot jedoch keines Blickes und ließ stattdessen die unterirdischen Minen versiegeln, bis es keinen Weg hinaus oder hinein gab. Dann leitete er einen schnell fließenden Bach in die Stollen. Ser Reynard hatte mehr als 300 Männer, Frauen und Kinder mit in die Mine genommen. Niemand kam jemals wieder heraus. Im Anschluss ließ Tywin das oberirdische Castamere niederbrennen. Die alten, ehrwürdigen Häuser Regen und Tabeck wurden bis auf den letzten Mann ausgelöscht. Dieses Vorgehen brachte Ser Tywin Lannister, welcher gerade einmal 20 Jahre alt war, viel Respekt in den 7 Königslanden und man lernte ihn schon damals zu fürchten. Das Lied Der Regen von Castamere erinnert noch heute an Tywins damaligen Erfolg. Jedoch war's das aber auch schon mit dem Video. Wenn ihr hier jetzt noch links klickt, erzähle ich euch die gesamte Vorgeschichte von Haus Lannister und rechts, warum die Lannisters so reich sind. Wenn ihr meinen Content auf diesem Kanal hier gut findet, könnt ihr ihn doch gerne abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Valar Morghulis.